Das Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, mein Bruder, meine Schwester, Jesus redet mal darüber, wem wir sollen einladen. Manchmal weiß ich nicht, wem wir einladen, wenn ein Geburtstag da ist oder ein besonderer Tag ist, wie ein Fest machen. Was wir meistens tun ist, Familiefest, dann laden wir eben das Freundschaft ein. Oder wir laden unsere Freunde ein, dort sind wir auch gewarnt. Und Jesus sagt, das hat kein Lohn nicht. Aber er sagt, das hat einen eigenen Lohn, wenn wir die Menschen einladen, die uns niemals einladen würden. Fremde, Arme, Behinderte. Vielleicht Menschen, denen ihre Sprache wie nicht mal reden können. Das sind vielleicht unsere Nachbarn, das sind vielleicht unsere Arbeiter oder das sind so eine Menschen, die wohnen irgendwo in unserer Gegend oder sind ohne Gas. Und wie würde das sein, kommt und sagt bei uns am Tisch. Dann sagt Jesus, wer dort tät, der hat, was getan, was ein ewigen Wert hat. Dort finden wir in Lukas Kapitel 14, Vers 13. So, er sagt in seinem Wort, wenn wir den Gauden tun, von der uns auch wahr wurde, was Gauden tun, dann haben wir nichts Besonderes getan. Dann haben wir dort mal getan, was die Weltmenschen auch tun. Aber wenn wir wurde Gauden tun, und so eine Menschen, die uns niemals was wurde zurückgeben können, die uns nicht wurde können, auch was Gauden tun. Bloß weil sie Menschen sind, die Gott geschaffen hat. Das sind vielleicht auch keine Christen nicht. Das sind vielleicht auch so eine Menschen, die ein verkommenes Leben haben. Vielleicht sind das Prachers. Aber wie würde den Wort Gauden tun, um den zu wissen, dass Gott an lebt, dass Gott an geschaffen hat und dass sie für Gott was wert sind? Wenn wir dort würde tun, dann würde Gott sich darüber freuen. Weil muss darüber nur denken, wem wir das nächste Mal würde einladen, wenn wir tüs ein Fest machen. Herr Jesus, verzeih mir, dass ich so viele Menschen eingeladen habe, die ich einfach auch dachte, bei denen würde ich auch viele eingeladen sein. Oder weil sie mich eingeladen haben, habe ich an was drei eingeladen. Halt mir doch an die zu denken, die mich vielleicht niemals einladen würde. Oder ich den auch nicht. Und ich bete für diese Menschen, dass sie deine Leben möchten, dass ich mich kennenlernen. Da bete ich in die Namen Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.